Dann sage ich mal recht herzlich willkommen hier auf dem Kanal der Captain Shift und ich bin Captain Yamato und wie ihr seht, das erste Mal mit einer Facecam, beziehungsweise einer Webcam, die ich mir neu angeschafft habe. Hallo! So sehe ich aus, mal neben dem ganzen Comic-Captain, der sonst eigentlich mein Profil auf Facebook ist, ist das, was es dahinter ist, was hinter dem Captain ist. Ist quasi die Realität. Also, liebe Leute, ne, ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Mehr ist war es nicht. Es war nie mehr. Es ist, es wird auch nie mehr sein. Aber das ist nun mal die Realität. Zurück zum Spiel. Und zwar spielen wir heute mal ein kleines Indie-Spiel, wenn ich das richtig verstehe. Es ist, glaube ich, es nennt sich Old Man's Journey. Ich weiß nur, dass es das auch auf dem Tablet, beziehungsweise auf den iPhones oder den Smartphones gibt. Und es ist auch dementsprechend, die Steuerung scheint auch dementsprechend ein bisschen zu sein, also von daher wundert es euch nicht, wenn ich am Anfang damit nicht so ganz klarkomme. Ich habe es noch nicht gespielt bisher, aber ja, ich denke mal, wir werden uns da ein bisschen reinfuchsen, denke ich mal, oder? Wir kriegen das hin. Also, heute mal mit Gesicht. Okay, wenn ich mal ein bisschen so nach rechts gucke, nicht verwundern, dass da hinten ist der andere Bildschirm und da läuft halt das ganze Programm noch. Gucke ich da aber mal ein bisschen hin, weil das für mich auch ganz neu ist hier mit der Aufnahme und der Kamera. Von daher, wir verstehen uns. Okay, so, also zurück zum Spiel. Fangen wir mal an. So, Old Man's Journey. Kleiner Postbote, ich muss jetzt mal anfassen, dass ich mir aufpassen, dass ich nicht immer im Gesicht hier irgendwas mache. Hallo. Mich die ganze Zeit anfasse. Ich mache es nämlich ziemlich gerne, mich anfassen. Im Gesicht. Oh, da gibt es einen Brief. Ja, Dankeschön. Lesen, lesen, lesen. Muss ich auch schon machen. Er wirkt jetzt nicht so begeistert von dem Brief. Und er schnappt sich auch sein Zeug. Und es geht los. Anscheinend muss er sich auf eine Reise begeben. Wir wissen nicht was, warum. Aber er hat einen Brief erhalten und er wird wahrscheinlich irgendwas damit wollen oder machen. So, ich kann mich wie bewegen? Oh, okay, nur mit der Maus. Da kann ich also durchs Anklicken. Hallo. Geh da mal hin. Also es ist quasi, ich kann mich nur auf, ich muss jetzt mal gucken, dass es in der Kamera ist. Ich kann mich quasi nur auf dem Bildschirm lang bewegen. Also nirgendwo anders wirklich, sondern nur auf dem Bildschirm. Also hier auf der Geraden sozusagen. So, ich schau mal, was hier so alles gibt. Ob es hier oben vielleicht noch was gibt. Vielleicht gibt es ein paar Secrets. Aber ich denke ja nicht. Ich habe das gesehen so auf Steam und ich dachte mir, Mensch, das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Und hoffe mal, das wird euch auch ein bisschen gefallen. Jetzt natürlich unterstützen mit der Kamera natürlich. Und haut ab. Okay, hier kann ich nicht weiter. Ich weiß auch gar nicht, worum es richtig geht. Kann noch nichts machen, glaube ich. Nur klicken. Bisher. Hat mich ja quasi einfach nur reingestoßen hier, dieses Spiel. Keine Fenster zu machen. Oh, er ist einmal durchs Haus gegangen. So, naja, dann gehen wir mal weiter. Schauen wir mal einfach, was hier so passiert in der Welt von Old Man's Journey. Okay, ich kann also da nach hinten. Hups. Ich habe keine Ahnung, worum es hier geht bei dem Spiel und was es überhaupt
was damit passiert, was hier überhaupt passiert. Auf jeden Fall hüpft er anscheinend hier von einem Berg zum anderen. Hallo. Okay. Die können sich gut leiden. Die mögen sich. Also es arbeitet anscheinend sehr mit Eindrücken, dieses Spiel. Das Gefühl. Ist er das? Ist er der Mann mit dem Matrosenanzug? Muss irgendwas machen? Okay, anscheinend schwelgt er ein bisschen in Erinnerung. War das vielleicht seine große Liebe? Seine erste große Liebe? Grain Disable? Okay. Das war anscheinend der erste Abschnitt. Ich mache übrigens keine Werbung für irgendwelche Energy Drinks. Und nicht, dass ihr denkt, ich mache hier irgendwelche Werbung. Ich trinke das nur eigentlich echt gerne. So, Hotel. Wie, was zum... Ach du Scheiße. Ach du liebe Güte, ich kann ja die Umgebung ändern. So. Na denn? Wenn ich es kann, werde ich es natürlich auch nutzen. Geh mal da hoch, alter Mann. Eine schlafende Katze. Also ist mal ein bisschen etwas anderes. Ein etwas anderes Spiel. Das geht ein bisschen mehr ohne Zählen und ohne, sondern nur so ein bisschen die Eindrücke. Man fängt ein bisschen die Eindrücke an. Ein. So, wenn ich es gedrückt lasse, kann ich sehen, was ich alles verändern kann, sozusagen, ja. Okay, kann ich den Berg hier hochziehen? Das ist wahrscheinlich, weil ich da draufstehe, oder? So. Sehr lustig, ja gut. Du kannst die Landschaft halt so ein bisschen dementsprechend anpassen. Was ist mit dem Haus? Ich hab ein Auto. Automobile. Das Fenster nicht zu. Geht's ab. So, lass uns mal zu der Katze laufen. Schauen wir mal, was die von uns will. Eine sehr, sehr merkwürdige Stadt und ein sehr, sehr merkwürdiges Spiel. Oh, oh. Hallo. Guter Mann. Spielen Sie ein wenig Musik für mich. So, er setzt sich jetzt wahrscheinlich wieder hin. Wo auch immer.
Ein bisschen erschöpft, der gute Mann. Ein bisschen rauchen. Der Hund, ey. Huch. Ja, anscheinend scheint das so die Geschichte von dem alten Mann zu erzählen, der halt so seine Frau kennengelernt hat und mit ihr halt so die Tage verbracht hat. Gehe ich mal davon aus. Achso, muss bestimmt wieder was drücken, mal. Tschiu. Nacht. Haben wir es jetzt einquartiert? Oder hat er sich jetzt einquartiert, der alte Mann? Anscheinend. Mir fällt gerade auf, ich muss meinen Bildschirm mal ein bisschen entstauben. Der ist ganz schön staubig. Gott sei Dank könnt ihr das nicht sehen. So, alter Mann. So, ja, hier hat er gesnappt. Hier hat er auch gesnappt. Hier kann ich nicht weiter. Nicht weiter hoch. Nein, ich geh erstmal hier hin. Selber kann ich aber nicht hochziehen. Übrigens, ich nehme heute mal mit OBS auf, ja. Also, damit ihr Bescheid wisst. Jetzt muss ich hier runter. Ah, okay. Das ist so der Rätselpart an dem Spiel. Du musst, dass du halt diese Höhen immer hoch und runter schieben musst. Die Höhe im Rohr unterschieben muss. Genau. Ich dachte, vielleicht kann man hier noch irgendwas anklicken. Hier geht's weiter. Yes. So vielleicht. Ist da drauf und dann. Jo. Und dann da unten drauf. Alles klar. Schauen wir, was die alten Männer, die anderen beiden Männer machen. Sehen auch aus wie Vagabunden. Der eine scheint ein bisschen Karten zu spielen. Na gut. Okay. Wir haben ein bisschen Karten gespielt miteinander. So, hier geht's weiter. Oh, ein Wasserfall. Ah, schauen wir mal. Ah. Oh, nee. Hä? Kann ich das Wasser aufhalten? Oh, war das gut? Ich denke, das ist so gut, dass er da mal runterfällt. Oh, wir können jetzt mal nach rechts gehen. Ich schaue jetzt mal, was rechts ist. Scheint nicht zu sein, dann gehen wir nach links. Alter, man macht dich nicht nass, ne?
Ich glaube, ich kann nur Berge verschieben. So sieht das zumindest aus. Für den Anfang. Aber ich kann nicht ja später mehr, aber momentan geht es zu schnell nur mit Bergen. Ich sehe hier weiter. Kommt nichts. Kannst du höher machen? Kann ich hier sehen. Da war ja was. Wenn den ziehen jetzt hier in den Kanal oder was? Jetzt geht's. Ja, jetzt geht's wieder. Guck's dir an. Oh, ich denke wieder nach. Surprise! Sieht aber nicht sehr glücklich aus, um ehrlich zu sein. So glücklich sieht sie gerade in dem Moment nicht aus. Schönen weißen Rauschebart, das wäre jetzt echt nicht schlecht, oder? Ist auch schon fertig. Scheint so wirklich so ein bisschen die Lebensgeschichte des alten Mannes zu erzählen. Dann versuchen wir es mal darüber. Achso, das sind die Frösche. Aha, hier unten sind Frösche. Ich will sie gar nicht umfallen. Wow, 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 wow. Yay, so rüber, alter Mann. Hopp. Also es ist natürlich sehr, sehr, sehr doll ausgelegt, gerade für dafür, dass es eigentlich ein Tablet-Spiel sein soll.